Schnibbel die Stopp oder Lodi und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, auf Legende. Ja, wir hatten die letzten Partien für uns entscheiden können, haben Tabellenplatz 1 gehalten. Kräuter führt, Kaiserslautern ist direkt hinter uns dran. Huh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Billiger, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Nein, Spaß, ihr wisst Bescheid. Heute steht das Spiel gegen 1860 München an. Ich möchte zu der Zeitpunkt mal erwähnen, dass Champions League jetzt bei uns war. Naja, bei uns. Ihr habt Champions League gesehen am Dienstag, am Mittwoch. Da hat Schalke ja 3-0 verloren, trotz tapferem Spiel gegen Chelsea. Dortmund hatte gewonnen mit 2-1. Sehr effektiv gespielt gegen Arsenal. Ich glaube, 3 Torschüsse waren es insgesamt. Und gestern Abend hat Bayern und Bayer jeweils 5-4-0 gewonnen gegen, ja, gegen Viktoria Pilsen. Waren jetzt nicht so schwierig zu besiegen. Aber Schatzja Donetsk ist für Leverkusen. Ich als Leverkusen-Fan finde ich natürlich geile Scheiße, dass wir jetzt mit 6 Punkten Tabellenplatz 2 haben, direkt hinter Man U. Okay, Donetsk hat, glaube ich, 4 Punkte. Ja, Donetsk müsste 4 Punkte haben. Hat San Sebastian besiegt und unentschieden gegen Man U rausgeholt. Nein. Ich weiß gerade nicht. Es kann auch sein, dass alle 3 6 Punkte haben. Nee, eigentlich eher nicht. Glaube ich nicht. Ich vertue mich gerade ein bisschen in der Gruppe. Ja, und natürlich war am Samstag Bundesliga und Leverkusen konnte den Bayern unentschieden. Total verdient. Abtrotzen. Aber egal, wir wollen jetzt einfach mal reingehen. Wir haben gegen Karlsruhe 2-1 gewonnen. Das war die einzige Niederlage, die wir letztes Halbjahr hatten. Und ja, ich will jetzt schon mal so langsam Planungen für die nächste FIFA-Season treffen, die auch hier... Also ich denke, ich greife mal nicht zu hoch, wenn ich sage, dass wir um einen Aufstieg mitkämpfen werden. Wenn um Relegation oder so, ich weiß es nicht. Und da möchte ich auch mal erwähnt haben... Okay, boah, haben die eine Moral. Oh, die sind ja so glücklich in unserem Verein. Was ich eigentlich erwähnt haben wollte, ist, in der nächsten Season bei der Aufnahme werde ich nur noch 5-mal die Woche aufnehmen. Beziehungsweise schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet, 5-mal die Woche, ob das für euch okay ist. Weil dann noch Battlefield 4 in der Aufnahme startet und dann langsam auf die PS4 übergegangen wird bei mir. Auch von FIFA her. Wie ihr das findet, ob ihr dann dafür seid, dass ich dann... FIFA 14 auf der PS4 weiterspiele und ihr könnt euch dann aussuchen, welchen Verein wir dann spielen. Ich weiß nämlich nicht, ob es nochmal Bielefeld sein wird. Ihr könnt es euch natürlich aussuchen, aber nochmal Bielefeld wäre natürlich ziemlich öde, weil wir schon in der zweiten Bundesliga angefangen hatten. Wir können ja irgendeinen anderen Verein dann mal nehmen. Oder einen anderen Liga oder was auch immer. Wie gesagt, schreibt das. Es würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare... Boah, ich habe mich nicht einmal getroffen hier. Wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet, was ihr davon haltet, wie ihr den Plan findet, dass ich die zweite Season auf 5 Folgen reduzieren werde, also ohne Samstag-Sonntags-Episode. Ob das euch zu wenig ist, ob das okay ist. Ich meine, für mich ist es dann angenehmer wegen Studium. Und ich fände das schön, wenn ihr dazu euren Senf unten in die Kommentarbox abgeben würdet. Ansonsten gehen wir jetzt, wenn ich den... Ja, getroffen. Jetzt gehen wir rein in die Partie. Heute steht's an Arminia Bielefeld gegen 1860 München. Ach ja, das kleine Töchterlein. Oder der kleine Bruder von Bayern. Die spielen ja beide in der Allianz Arena. In FIFA hatte ich schon mal die Situation, als ich in der italienischen Liga gespielt habe, dass ich mit Inter Mailand ein Heimspiel hatte, gleichzeitig AC Mailand auch ein Heimspiel hatte. Und ihr wisst, dass das unmöglich ist. Die benutzen beide dasselbe Stadion, das geht nicht. Dementsprechend habe ich mich dann immer gefragt, so, Logik. 15 Siege auf dem Konto. 1860 hat nicht so die schlechte Saison gespielt, wobei 1860 sich natürlich Saison für Saison darum bemüht aufzusteigen. Die wollen das sicherlich. Und wir gehen jetzt rein. Anstoß von 1860, Stiepermann auf laut und der Ball direkt auf stark. Und gucken wir mal, wie das die Partie für uns so bringt. Ich muss sagen, ich hatte jetzt ein bisschen FIFA-Pause. Ich hoffe, dass ich mich nicht allzu dämlich anstelle.
Aber so wie es aussieht, stelle ich mich dämlich an. Erste Chance, ich habe den Ball nicht mal berührt bis hierhin. 1:0. Alter, ich kann nicht mehr verteidigen. Ich habe eine Woche nicht FIFA gespielt, dann sieht man auf Legende bei FIFA 14 halt richtig schlecht aus. Ich finde unseren Kommentator richtig geil, der immer den Gegner ansagt, anstatt uns. Töre, Nefkara, Mitchell Weiser, der keineswegs im Abseits steht. Schade. Aber noch ist das hier nicht. Nefkara, was machst du mit dem Ball? Junge, wie du wieder den Ball spielst. Löcher in der Hose. Ja. Nein, das gibt's nicht. Der Pass. Der letzte Pass. Da haben die Zentimeter gefehlt. Mitchell Weiser auf Nefkara. Ah. Ja, der Pass war vorherzusehen. Aber ich denke... Boah, Laufweg, Laufweg. Junge. Gut geklärt. Töre. Und dann wechselt das Spiel von Töre auf einen anderen. Alter, ich bin hier noch. Emre Can unnötig. Der Ball war eigentlich schon gereinigt. Klar, dass er den Wim Kopf spielt. Ich habe hier noch Probleme, mich in der Verteidigung reinzufinden. Gebe ich ganz ehrlich zu. Oh, Klos. Ballannahme gebe ich dir eine Note 6. Zu Recht, meiner Meinung nach. Weil das kannst du nicht als Ballannahme verkaufen. Boah, das stark gemacht von dem Jungen. Und Töre dann den Ball nicht unter Kontrolle. Töre, Töre, Töre. Burmeister. Schön. Mitchell Weiser. Boah. Unglaublich. Clayton. Nefkara abseits. Ich glaube, der Ball wäre auch so drin gewesen. Warum gehe ich da dran? Warum gehe ich da dran? Ne, der wäre nicht so drin gewesen. Der wäre nicht so drin gewesen. Aber egal, wir spielen hier stark. Wir spielen hier stark. Defensiv nicht so sehr, aber dafür umso stärker und umso schwächer in der Spielerwechselzentrale. Oh, Mitchell. Oh, schieb den doch nicht an. Ja, der war gut. Der war gut, der Seitenwechsel. Wäre sonst nichts geworden. Töre. Abgefälscht, beziehungsweise der Torwart war dran. Aber spielen hier guten Fußball, müsst uns hier nicht verstecken. Erste Gegentor, das Gegentor war ärgerlich. Ich glaube, der wäre gar nicht drin gewesen. Der wäre gar nicht drin gewesen. Und übrigens, das, was ich eben mit Leverkusen und Bayern gesagt habe, war natürlich vollkommener Schwachsinn. Letztes Wochenende war hier das mit Hoffenheim und Leverkusen. Ne? Ihr wisst, Phantomtor, Dingenskirchens. Riesenaufregung, bla bla bla. Töre, wow, für ein Traumtor. Töre! Mit dem 1:1. Da rede ich gerade vom Vertrauen. Von Phantom-Traumtor. Vom. Kann ich sprechen. 1:1. Das hat sich hier angedeutet. Wir waren stark. Wie? Was? Stark. Mon Dieu. Wir haben guten Fußball bis hierhin gespielt. Wir hatten ja bis zum Gegentreffer nicht einmal den Ball. Striffler stark. Hauptsache dagegen treten, ne? Nicht zulassen. Think Blue. Ja, wir sind auch in Blau am Rumlaufen. Ganz ehrlich, dafür, dass ich nur nach rechts gedrückt habe, und zwar nach oben rechts, war das schon ein ziemlich erbärmlicher Kopfball, ne? Also... Emre Can. Emre Can. Torwart. Iliev. Gut. Bisschen Ball halten. Lala. Bisschen runterlaufen lassen jetzt. Wir haben uns hier stark reingespielt. Emre Can. Klos. Der Ball kommt sogar an.
Knoos nochmal. Aber Knoos ist halt nicht schnell, ne? Körperstärke schön und gut, aber ohne Tempo. Clayton. Clayton. Clayton abgefälscht. Aber den hat Gábor Kiray. Ist doch Gábor Kiray, ne? Wobei, vom Namensschriftzug her weiß ich das gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Oh, Bolzen. Striffler, aber Emre Can pust auf. Der Emre, lol, Emre Can. Emre Can. Ah, da müsste... Lol, das ist ein FK-Rad. Ich dachte gerade, das ist Klos. Ah, der Pass war schön. Salga auf Clayton. Emre Can. FKara. Runter auf Striffler. Boah, das hat lang gedauert. Was für ein Glück, dass ich eh in die Richtung laufen wollte. Wäre das wohl echt ein mieses Stück gewesen. Klos, 2-1. 14. Ligator. Schön. Emre Can, schöner Pass. Das war nämlich Salga, nicht Emre Can. Voll verquasselt. Die sehen beide so ähnlich aus. Der eine ist braun, der andere ist braun. Da kommt Rassisten nicht hier zum Vorschein. Nein, Spaß natürlich nicht. Stark. Haben uns hier nicht unterkriegen lassen. Finde ich sehr schön. Oh, guter Pass. Guter Pass. Burmeister. Steht zudem auf dem Fuß. Und da habe ich mich gerade gefragt, was das Spiel da für eine Situation gesehen hat. Oh, die Münchner drücken. Einwurf für die 68. München. 2-1 gehen wir in die Halbzeit. Törre und Klos beide in Form. Hatte sich angedeutet, nachdem wir rumgebolzt haben. Ich merke gerade, ich habe hier gar nichts zu trinken. Mama. Scheiß die Wand an. Natürlich Mama Nisch. Ich meine natürlich Sprudelwasser. Müsste euch auch mal aufgefallen sein. Ah, wenn man Let's Plays guckt, gewöhnt man sich so manche Dinge an, ne? Ihr könnt ja dreimal raten, von wem ich gerade, beziehungsweise von wie ich das abkopiert habe mit dem Mama. Ihr wisst es wahrscheinlich eh schon. Dynamo Dresden, ah, Kaiserslautern führt auch zur Halbzeit. Ich hasse euch, Lautern. Natürlich hasse ich die natürlich nicht. Eigentlich habe ich gar keine Mannschaft, die ich wirklich komplett kacke finde in der Bundesliga. Nee, ernsthaft, auch als Leverkusen-Fan nicht. Ich meine so, klar, die kleinen Derbys Gladbach, ne? Würde ich dann schon immer gewinnen. Aber das ist jetzt nicht so wie hier Fangemeinschaft Schalke Dortmund. Stütte dich, wenn ich dich auf dem Platz sehe oder sowas. Ne. Sowas finde ich scheiße und hat nichts. Ne. Hat für mich nichts mit Fußball zu tun. Das ist für mich eine ganz große Fanschwachsinn. Wenn ich ehrlich bin. Dieser Hass gegenüber anderen Mannschaften. Das hat für mich nichts mit Fußball zu tun. Clayton, der wird da bedrängt, aber sonst gute Chance. Dementsprechend, ich bin da eher ein Fan. Ich stehe zu meiner Mannschaft und muss aber nicht andere Mannschaften in den Dreck ziehen. Deswegen, es gibt ja so viele, viele, viele Fans, die das so machen. Mag ich gar nicht. Finde ich kacke. Klar. Und dann gibt es hier Fanfreundschaften, das finde ich zum Beispiel richtig cool, dass es sowas gibt. In FKara. Wen spiele ich denn jetzt? Vielleicht auf Mitchell Weiser, der denn richtig gut steht. Oh, knapp daneben. Was machen die? Ach, die wechseln. Junior Fernandes kommt rein. Oh, 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 der war freier Spieler. Da wechseln sie einen guten rein. Also wenn das hier Leverkusens Junior Fernandes ist, dann haben die gerade einen 70er eingewechselt.
wäre natürlich echt böse. Sollte den denn so sein? Der ist auch ein richtig, richtig guter Kumpel von mir, ab den Spielen. Also für Zweitliga-Fußball ist der echt genial. Yes, guter Ball auf Klos. Schade, Gabor Kiraj, aber der war auch zu zentral auf dem Torwart. Aber wieder eine schöne Chance. Da seht ihr, wir gehen hier nicht auf. Ich hätte natürlich auch swedden können, aber irgendwie ist das hier in dem Kiefer alles andere als effektiv, sowas zu machen. Emre Can, oh, der wird da im Schuss behindert. Oh, das war stylisch, wie der da mir vorbeigegangen ist. Und im Aus. Das hat man gesehen, das hat man kommen sehen gerade. Striffler schön auf Burmeister. Und jetzt sind wir wieder am Ball. Ich guck gerade auf dem Radar. Ich guck generell ziemlich häufig aufs Radar, weil das ist wichtig bei FIFA. Mitchell Weiser. Klos. Nefka müsste da sein. Ja. Ist er auch. Der Pass von Saga kam zu früh. Schade, schade, schade. Burmeister. Klos. Oh, Kiraj. Den Schuss von Clayton hat er gehabt. Den hat er gehabt. Da war er blitzschnell. Hat er die Beine zugemacht. Burmeister, ne, irgendwie nicht in Form, weiß nicht. Ich finde den dieser Zeiten hier in FIFA nicht mehr so gut. Profeta stark, einfach den Ball ins Ausgetreten. Suzuki gemacht. Klos, ja. Gut, sich den Ball zurückerobert. Clayton. Klos, Mitchell Weiser. Nefkara! Und nochmal Eckball. Aber viel Kuddelmuddel. Mitchell Weiser setzt sich aber hier am Ball durch. An der gute Michi. Und eine Parade. Profeta. Oh, lauf! Ja, Plam Iliev hat den. Klatsch, klatsch, klatsch. Und Abwurf. Oh, Pass. Klo. Ich meine natürlich Türre, nicht Klos. Er war gut geklärt. Emre Can. Efkara. Mitchell Weiser. Emre Can wieder hier am Ball. Klos. Guter Ball auf Clayton. Ne. Da ist Klos. Junior Fernandes. Benjamin Laut. Salga jetzt. Gegen Tomasov. Profeta. Stark befreit. Klos. Und Striffler hier. Im Zusammenspiel. Klos direkt mit Ballverlust, aber der ist auch nicht mehr so viel Ausdauer. Oh, da hätten wir gerade fast die Chance gewittert, den Ball zu erobern. Emre Can stark. Huch, das war ein Foul. Der gute Emre Can hat hier gefoult. Schade, schade, schade. Aber Saisonspieltag 29. Profeta. Und gut zurückgeköpft von Salga. Stark. Torwart halten, halten, halten. Bis ich die Leute mal auseinandergezogen haben. Schwacher Pass. Den kann der Mitchell nicht bekommen. Beziehungsweise, ich glaube, das war sogar Nefkara, der da den Ball hinterher gesprintet ist wie ein Verrückter. Jetzt können wir noch den defensiver eingestellten Patrick Schönfeld reinholen. Und den Müller. Ja, Müller. Und dann... Passt das eigentlich? Michi kann sich erholen. Gleich, irgendwann. Böse. Michi.
spielt den Ball raus zu Mitchell Weiser. Der direkt Hereingabe. Michi. Glanzparade. Clayton. Nein. Das war schön. Das war schön. Hier, Nefgara. Oh, aber Gabor Kirai. Und dann ist die Chance vorbei. Und dann wird sie sogar nochmal wiederholt, weil es so cool war. Und dann hier nochmal. Oh. What the fuck? Es gab hier eine Dreifachwiederholung gerade. Habt ihr es gesehen? Ich habe X gedrückt, dann kamen sie nochmal. So, wir wechseln aus. Der Mitchell und der Michi, die gehen vom Platz. Starkes Spiel von Michi, schöne Pässe gespielt. In der 86. Minute. Jetzt darum, nichts mehr anbrennen zu lassen. So wie Gabor Kirai da. Er überlegt, wo er den Ball hinspielen soll. Salga, Patrick Schönfeld, der gerade frisch in die Partie reingekommen ist. Das war ein schöner Pass. Töre. Boah, der war schön. Der war richtig schön. Nein. Ah, Striffler, Töre. 90. Minute ist angebrochen. Eine gut organisierte, stabile erste Halbzeit. 3 Minuten Nachspielzeit. Gut geklärt hier. Los. Junior Fernandes. Salga braucht ein bisschen lang da, um loszulaufen, ehrlich gesagt. Profeta klärt den Ball. Klos jetzt am Ball. Und da dürfte dieses Spiel auch gegessen sein. Ja, es ist vorbei. 2-1 Sieg. 2-1 Sieg. Der Arminen über 1860 München. Das ist schön, das freut die Fans. Hoffe ich doch, dass euch das freut. Mich freut es auf jeden Fall. Nach einem Rückstand sind wir wieder in der Spur geblieben in der Partie. Der Torwart von 1860, ganz, ganz starke Partie gespielt eigentlich. Kann bei den zwei Gegentoren gar nichts dafür. Das hat Töre und Klos jeweils richtig gut gemacht. Hier nochmal in der Wiederholung. Hier, ich führe mal zurück. Hier, Benjamin Laut. Es haben kein... Ja, da waren wir noch nicht drin. Da waren wir noch gar nicht auf dem Platz. Ab dann haben nur noch wir Fußball gespielt. Haben uns die Chancen herausgespielt. Dann hier Töre. Der hat momentan die Technik, um sowas zu machen. Das hat er. Er ist der beste Mann bei uns. Und dann Salga auf Klos. Und der zieht einfach mal ab. Und der Ball landet im Kasten. Und danach hatten wir noch genügend Chancen. Aber Kirai immer wieder glänzende Paraden gezeigt. Auch gegen Nefgara hier. Der wäre genau in die Ecke unten reingegangen. Und dann gab es nicht mehr sonderlich viele Chancen unserer Mitspieler, Gegenspieler. Klos, bester Spieler. Müsste sein. Ich habe mich gerade zur Seite gedreht. Ah, Nefgara 7,3 Mitchell-Weiser. Ganz gutes Spiel spielt. Torvorlagen waren Salga und Striffler, unsere beiden Außenverteidiger, haben hier eine Torvorlage gemacht, das ist schön. Hinten wurden die Zweikämpfe geführt, Nefgara hat 2 Zweikämpfe gemacht, beide gewonnen. Das war schön, wir hatten die meisten Pässe gespielt. Nefgara alle 13 angekommen und die meisten Pässe auf dem Platz versucht hat, Mitchell Weiser. Ach ja. Sieg ist Sieg. Damen und Herren, Sieg ist Sieg. Jetzt gucken wir nochmal, wie hier die gespielt haben. Oh nein, Lautern gewinnt 2-0 gegen Dynamo Dresden. Tja, die bleiben damit 3 Punkte hinter uns. Das ist blöd. Wir spielen ja gegen Lautern und Fürth und so nicht mehr. Das ist das Problem. Das heißt, wir können da nicht mehr wirklich eingreifen. Wir gewinnen jetzt, wir spielen jetzt nur noch auf fremden Plätzen. Es sind übrigens nur noch 5 Partien. Es war Saisonspieltag 29, jetzt 30, 31, 32, 33 und 34 noch über. Ja, hier 3 Punkte sind wir weg. Da müsste... Ja, Fabian Klos ist der drittbeste Torjäger der Liga. Bestleistungen von Klos. Oh, wie der die alle raushaut. Bomb, zack, Splash. Der Junge hat Dynamit in den Füßen. Ja, nein, der Dynamit. Seine Schüsse sind explosiv. Boah, das ist schlecht. Das Talent von Fabian Klos wurde noch nie angezweifelt. Aber wenn er es auch effektiv an ihn setzt, dann sind die Ergebnisse spektakulär. Ich kann nicht mehr lesen. In den letzten Spielen hat Klos genau das getan. Und damit die Fans von Arminia Bielefeld glücklich gemacht. Das war übrigens die Montagspartie.
Ich hatte letztens 7 Folgen on the row aufgenommen und jetzt geht's gegen Paderborn und danach an Dienstag. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Wenn direkt dahinter Cottbus kommt. Greuther Fürth hat auch gewonnen und hat Spiel 30 dann nur unentschieden gespielt gegen Ingolstadt. Cottbus ist dann direkt da dran. Köln ist 6 Punkte hinter uns. Ja, wir könnten zumindest einen der beiden loswerden. Spieltag 30. Also es sind noch 15 Punkte im Pott. Das heißt, wir können auf 75 hochgehen. Vertonghen fällt 5 Monate aus. Alter Falter. 5 Monate. Oh, das Problem ist jetzt wieder mit der Ausdauer der Spieler spielen hier. Ihr seht schon, Weiser, Can. Ne? Gegen Cottbus sind wir eigentlich darauf angewiesen, hier die besten Spieler mitzunehmen. Ha, ja, Ich weiß ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Törre momentan in Topform. Der hat einen Zug zum Tor. Glaubt man kaum. So, gucken wir uns mal die Tabelle in der Aufnahme an. Ha, ist das schön. Also wir bleiben mit 60 Punkten vorerst Tabellenspitzenreiter. Mit dem 17. Sieg hätten wir dann, ja, inzwischen haben wir auch ganz, ganz viele Siege eingefahren. 46 Tore, 21 Gegentore. Das ist bei derselben Spielanzahl wie Kaiserslautern auch dieselbe Gegentoranzahl. Wir sind genau Tordifferenz gleich, spielgleich. Aber im direkten Duell müssten wir dann trotzdem vorne stehen, weil wir die Spiele gegen Lautern unentschieden und mit dem Sieg beendet haben. Also da sollten wir dann vorne stehen bleiben. Dynamo Dresden, ja, wir haben gerade gegen Paderborn gespielt. Wer ist jetzt eigentlich unser Gegner? Nee, wir haben nicht gegen Paderborn, wir spielen jetzt gegen Paderborn. So ein Quatsch, wir haben gegen 1860 gespielt und jetzt ist Paderborn dran. Dann kommt Cottbus zu uns nach Hause. Oder wir zu denen. Weiß ich noch nicht, aber das erfahrt ihr alles morgen, wie das Spiel gegen Paderborn wird. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder ist. FIFA 14, Karrieremodus auf Legende mit mir, dem Nefkara. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Bis morgen. Ciao, ciao.